Hallo, liebe Wermelskirchner, herzlich willkommen zur 14. Ausgabe 2014 von Wermelskirchen TV Magazin. Die Magazinsendung trägt heute den Titel von Helden und Lokalpatrioten, wie ihr bald sehen werdet. Aber zunächst mal genießen wir die erste Fahrt in unserem feuerroten Spaßmobil, denn die Saison für Cabrios hat wieder begonnen. Wir fangen direkt mit der absoluten Top-Nachricht an und die betrifft das Thema Lokalpatrioten. Und die lautet, Wermelskirchen bekommt sein eigenes Kfz-Kennzeichen. Und viele werden jetzt fragen, wieso WER, das gibt's doch schon, das ist doch Wertingen in Bayern. Und WK gibt's leider auch schon, ist Wittstock in Brandenburg. Und WE ist natürlich Weimar in Thüringen. Aber sensationell, wir haben ein Kennzeichen. Und das lautet WEK. Und Wermelskirchen TV hat sich natürlich das Kennzeichen reservieren lassen. Und das feuerrote Spielmobil wird demnächst mit diesem Kennzeichen durch die Gegend fahren. Und liebe Wermelskirchner, ich kann nur sagen, nehmt es an, zeigt Lokalflagge mit unserem neuen Kfz-Kennzeichen. Hallo liebe Wermelskirchner, Wermelskirchen TV heute bei der Vorstellung des ersten Magazins 2014 von Bestens. Und wir befinden uns hier im Spatzenhof, einer sehr, sehr schönen Location bei einem wunderschönen Frühlingsabend. Und hinter mir stehen aktuelle Fahrzeuge von hiesigen Autohändlern. Saufen Schnaps, feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint voll auf dem Haus am See. Orange Baumblätter stehen auf dem Weg. Herr Madea, Sie sind einer der Personen, die in der Ausgabe von Bestens sind. Was haben Sie gemacht für die Ausgabe? Ja, ich habe Fotos eingeschickt und scheinbar haben sie Gefallen gefunden. Deshalb bin ich heute Abend eingeladen. Heißt, Sie sind Gewinner aus dem Fotowettbewerb? Ja, wenn man so will, ja. Und was kann man auf den Motiven sehen? Ja, ich habe jetzt Landschaftsaufnahmen von Wermelskirchen gemacht. Da ist einmal Kowelsberg, ein Kirschbaum in der Blüte drauf und das zweite Bild ist unten von der Dünntalsperre. Ja, wir werden heute auch noch Models sehen, Annika und Sinika, die für welchen Verein sind Sie heute tätig? Wir sind von Sweetex hier. Ah ja, genau. Machen Sie das öfter? Ja, hin und wieder im Winter schon mal. Dann, wenn die Brautmessen sind, dann fahren wir oft mit. Dann, ja. Bisschen aufgeregt, oder? Ach ja, ist ja aber eine angenehme Atmosphäre hier. Waren Sie schon mal im Spatzen? Nee, vorher, ja, also nur für das Fotoshooting vor 2 Wochen, aber sonst noch nicht. Magazin, was wir jetzt herausgebracht haben. Ich bin total begeistert davon. Als ich das heute in der Hand gehalten habe, habe ich gedacht, wow, das ist, ich kriege eine Gänsehaut. Ganz, ganz tolles Magazin. Und ich kann es kaum halten, es ist richtig schwer. Und wenn ich es hinstelle, es bleibt alleine stehen. Das ist ganz toll. Das war das erste Bild, was ich über WhatsApp heute bekommen habe. Das Magazin kann stehen. Und das Magazin steht. Also. Auf das neue Bestens. Vielen Dank Ihnen allen. Zum Wohl. Zum Wohl. Lokalpatrioten, aber infiziert sind wir noch nicht, aber ja, können wir noch werden, glaube ich, nach dieser Veranstaltung hier. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Wir haben hier auch Wermelskirchen TV. Ich habe gestern Abend wie immer über Facebook gelesen, dass ihr jetzt ein eingetragener Verein seid. Ja.
toll, finden wir ganz toll, eure Beiträge auch ganz toll. Und man kann Mitglied werden. Für 25 Euro, wenn ich es richtig gelesen habe. Im Jahr. Im Jahr kann man Mitglied werden. Hiermit bestätigen wir unsere Mitgliedschaft, also bestens. Wie ich gehört habe, sind wir Nummer 1. Ja. Und hoffe, liebe Zuhörer und auch liebe Kunden, dass wir mehr Mitglieder kriegen, denn nur so kommt Wermelskirchen weiter und wir werden stark. Also wir werden auf jeden Fall ein Antragsformular auf unserer Website stellen zum Rückerwerben. Gestern war es die Wochenschau, heute nur noch WKTV. Immer wieder ein Top-Event. Wie gefällt Ihnen denn unser neues Kennzeichen, Frau Zimmermann? Das finde ich absolut super. WEK, leider ist ja WK schon vergeben, wie ich gehört habe, aber so ist ja auch klasse. WEK für Wermelskirchen, klasse. Also das nächste Auto mit WEK. Gerne. Ich begrüße euch sehr herzlich zu dem Turnier heute Abend. Ich finde es großartig, dass ihr gekommen seid. Herzlich willkommen auf dem Turnier des Gemeindejugendwerk Rheinland und Westfalen. Schön, dass ihr ins JUKA gekommen seid, hier nach Wermelskirchen. Mein Name ist Sören Brünninghaus. Ich arbeite als Jugendpastor im Gemeindejugendwerk. Bei uns im Team sind noch dabei der Marc Vollmer, der hier vorne gerade ausgelost hat. Die Daria und der Benedikt Ziesemann und außerdem hier Gastgeber oder für den Gastgeber da ist Albert Eser und ganz besonders, es gibt heute guten Döner von Botan. Wir starten mit den ersten Spielen. Wir haben vier Tische und an den vier Tischen steht auch jeweils die Nummer. Also da hinten in der Ecke ist der Tisch 1, 2 ist hier vorne, 3 und 4 sind hier rechts in der Ecke von mir aus gesehen. Und zwar geht es jetzt gleich los. Ich sag mal die Paarung und danach sage ich einiges zum Spielmodus und zu den Regeln. Also, Tisch 1 spielen Tamil Mukis Team gegen Red Bull. Tisch 2 Juli gegen Blaues Team. Die zweite Tisch 3 Team Unkreativ gegen die 10. Und Tisch 4, Apollo 13 gegen Powersoccer. Okay. Also, ich bin der Botan Dosun. Hab im Team Powersoccer gespielt und hab den ersten Platz gemacht. Ich bin jetzt das fünfte Mal der Unschlagbare. Nein, das gefällt mir nicht. WEK. Was gefällt Ihnen nicht? Ja, die Zusammensetzung, der Buchstaben. WEK. Ja, und WE geht auch nicht. Weimar in Brandenburg. Ja, da müssen wir wieder die Mauer hochziehen. Dann können wir was haben. Die Familie Krings hat nun wieder einen Standort in Wermelskirchen und zwar in der Telegrafenpassage. Und ich glaube, der überwiegende Teil der Wermelskirchener Bevölkerung findet das super. Und deswegen würden wir einzelhandelstechnisch der Familie Krings diese Woche den Titel Held von Wermelskirchen verleihen. Hallo, herzlich willkommen bei Frühstück Krings in Wermelskirchen. Mein Name ist Stefanie Hubold. Unsere Öffnungszeiten ab sofort sind von 8 bis 19 Uhr in der Woche und von 8 bis 13 Uhr am Wochenende. Wir begrüßen Sie gerne hier bei uns. Wir haben jetzt neu eröffnet. Unser Sortiment umfasst viel Obst und Gemüse. Bei uns bekommen Sie aber auch Spezialitäten, wie zum Beispiel Feigen oder Kumquats. Selbstverständlich können Sie bei uns auch Dinge, die wir nicht im Programm haben, bestellen. Wir freuen uns, falls Sie hier begrüßen zu dürfen. Eine echte Bereicherung für Wermelskirchen und für die Telegrafenpassage. Finde ich gut. Weg. Also wenn ich mal senil bin, ich weiß nicht mehr, wo ich wohne, dann wäre ich glücklich, wenn ich da zeichnen hätte. Das war jetzt gut. Und wie gefällt Ihnen das? Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht. Also Sie würden bei der Neuzulassung mit diesem Kennzeichen fahren? Ja, warum nicht? Wenn ich jetzt ein neues Auto würde, dann glaube ich, machen. Prima. Bei dem herrlichen Wetter war natürlich auch im Sport, besonders hier jetzt im Fußball, einiges los. Der DTV musste nach Wermelskirchen ins Alfgens-Stadion umziehen und gewann sein Spitzenspiel, sodass er wieder die Tabellenführung übernommen hat. Dieses Spiel konnten wir leider nicht filmen. Wir waren dabei beim Spiel der Kreisklasse A. SV 0935 Wermelskirchen gegen SSV Dünn. Trotz guter Paraden und einiger Gegenwehr gewann der SV 09 phänomenal mit 4:1 gegen Dünn.
Allerdings interessant war, dass Kim Maurer, der am Freitag mit zwei wunderbaren Schlänzern den Robocop zweimal überwand, auf genau dieselbe Art und Weise das einzige Tor für Dünn schoss. Das ist jetzt das neue Autokennzeichen für die Stadt Wermelskirchen. Wir werden uns also darum bemühen, dass wir nicht mehr unter den Kreis GL, also Bergisch Gladbach, fallen, sondern Wermelskirchen, WEK. Und die Kennzeichenstelle hat uns auf jeden Fall Bescheid gegeben, dass das läuft. Das wird funktionieren und wir freuen uns sehr darauf. WEK TV hat also schon ein Kennzeichen und ich werde das jetzt die Tage in unser Auto machen und dann sind wir damit unterwegs. Ja, liebe Wermelskirchener, viele bewegt auch das Thema, wie kann ich in Wermelskirchen bauen? Und es gibt Leute, die haben da sehr kreative Ideen und wir wollen das euch doch nochmal vor Ort zeigen, wo man hier bauen kann. Nämlich neben dem Haus der Begegnung ist noch ein riesen Grundstück frei und dort wird eine gewisse Baufirma in Wermelskirchen ein schmuckes, vierstöckiges Objekt hinbauen. Ich kann nur sagen, die nächsten Bauvoranfragen werde ich direkt bei dieser Firma stellen und gar nicht erst beim Bauamt der Stadt Wermelskirchen. Würdest du das auf dein Auto packen? Nein. GL bleibt, oder was? Bei mir muss GL bleiben. Achso, kommst du aus Wermelskirchen, oder? Ich komme aus Wermelskirchen, ja. Ist doch hier super klasse, Lokalpatriotismus pur, oder? Das sieht so nach Ostdeutschland aus. Für Wermelskirchen TV haben wir einen großen Helden und der heißt Uwe Beicht. Denn der hat die allererste Spende für Wermelskirchen TV gemacht und das ist wohl eine mit der wichtigsten Spenden, denn das ist das, was ich in der Hand halte, nämlich unser Mikro. Und deswegen sagen wir vielen, vielen, vielen Dank. Ja, Wermelskirchen TV ist Verein und ihr könnt auch Mitglied in diesem Verein werden für 25 Euro im Jahr. Ihr könnt uns natürlich auch spenden. Oder ihr könnt was ganz Kreatives machen. Ihr könnt dieses T-Shirt kaufen. Natürlich nur, wenn ihr in Wermelskirchen geboren oder gemacht seid. Und 2 Euro von T-Shirt-Erlös gehen, wie gesagt, an Wermelskirchen TV. Er kriegt das T-Shirt bei Tim Burkhardt Shirtwood in der Viktoriastraße direkt gegenüber, oberhalb vom TUM, da wo die das Straßenverkehrsamt sich befindet. Ich weiß nicht. Du würdest über GL beibehalten? Ja. Warum gefällt dir das nicht? Gute Frage, nächste Frage. Und du würdest es machen? Ja, wie dein T-Shirt schon sagt, WK, ne? Nicht WEK. So, wir sind schon fast am Ende von unserer Sendung und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir stehen hier natürlich auf dem Parkplatz der städtischen Feuerwache und das nicht ohne Grund, denn am Wochenende findet hier wieder die Müllsammelaktion für Wermelskirchen statt. Und da wieder sich so viele Leute aufgeregt haben, wie viel Müll und wie viel Zigarettenkippen in der Stadt liegen, rechne ich fest damit, dass die, die was gesagt haben, dazu auch hier auflaufen und beim Beseitigen helfen. Abgesehen davon gibt es natürlich das riesengroße Ereignis Freitag, Samstag. Classic Ghost Pop in der Mehrzweckhalle, komplett ausverkauft leider schon, aber ich glaube, wir kriegen da ein paar schöne Bilder zusammen. Und am Schluss gibt es am Sonntag noch ein Konzert mit dem Posaunenchor Tente. Dann ist dieses Wochenende auch schon wieder komplettiert. Und da bleibt mir am Schluss nur noch zu sagen, denkt an das neue Kfz-Kennzeichen WEK und bei der nächsten Zulassung möchte ich das auf eurem Auto sehen. Da bleibt mir noch zu sagen, tschüss. Euer Matthias, das war Wermelskirchen TV, Helden und Lokalpatrioten. Super.